Ja, stimmt. Auf jeden Fall sind Eier geil. Was? Eier, hier, das Eier mit Eier geil ist, wissen wir. Spiegelei auf Burger. Wer hat eigentlich wer hat denn das Eigentum eigentlich an Witzen? Gibt's da irgendwie so ein Copyright? So, der Witz kommt aber von mir. Den darfst du nicht verwenden in deinem Witzebuch. Ja, dann ist das ja, dann bezahlt man doch einfach nur für eine Sammlung von, okay, so ist ein Kochbuch. Ja, auch, ne? Ach was. Eine Sammlung von verschiedensten Schmutz. Na klar, sobald ein Element übersprungen wird. Hätte er zubauen können. Ja, hätte er zubauen können, ne? Oh! Lass mich jetzt doch. Ey, wie ich sowas einfach hasse, dass Nugi hier permanent irgendwelche Schoßhündchenrechte bekommt. Nein! Ey. Ah, oh, oh. Oh, yeah. Get up, down with the bass and sound. Ding Dong! Und ein wunderschönen Hakuna, meine Tata, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Action von den Newsorten. Supergeil. Unterhaltung. 200% heute, gemeinsam mit Aris, Nurgi und Deko. Ein wunderschönen. Bon! Hallo! Hallo! Langweilig. Moin, was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ich dachte, wir sollten es kurz halten. So wie dein Schlong. Das ist lustig, wenn er recht hat. Wir haben einen Tower-Parcours. Es sieht ein bisschen so aus wie Only Up. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es Only Up ist. Oh, fast wieder so ein One-Pointer oder so. Ist ja lustig. Werden wir dann ja sehen, ob es ein Only Up ist. Ja, keine Ahnung. Ah, du Arschficker! Sehr schön. Komm, Nugi, mach Gas. Mach Gas. Die angeln wie Kollege gerade. Geh beiseite. Ja. Geh beiseite. Es ist der Big Boss. Lol. Okay, das war smart, Nugi. Aber du hast ja einen Punkt nicht, oder? Doch. Verzieht euch doch. Ey, hör doch. Ey, Junge, warum werde ich so rumgereicht wie. Was sind das jetzt hier, Leute? Haben wir das Auto? Wir haben das Auto. Lol. Oh nein. Scheiße, nein. Ich glaube gar nicht. Ich möchte nochmal. Wie geeignet. Das Rampenauto für solche Maps ist. Oh fuck. Ich möchte bitte nochmal darauf eingehen. Wir haben ja in einer der letzten Folgen ein bisschen so über Frühstück gequatscht. So, was so meine Präferenzen sind. Was sind die Präferenzen von den Chachos? Die Kurzform ist. Nico? Du stehst auf Katerfrühstück und ich habe so dieses typische, man lädt die Eltern am Wochenende ein und man hat ein schönes Wochenendfrühstück, Präferenzen. Das passt, oder? Ja. Es klingt soweit ganz richtig. Also mein eigentliches Frühstück ist ja immer nur ein Eiweißshake, das war's. Aber wenn ich mir das mal gut gehen lassen würde, dann wäre es auf jeden Fall, glaube ich, ein Muchacho auch kommentiert. So richtig geil, schön Spiegelei mit Toast und Bockwürstchen und Bacon und so richtig britisches Frühstück. Ja, guck mal, Ari schafft jetzt Englisch. Ja, danke, Nugi. Ernsthaft? Du fällst runter. Ich hoffe, du fällst runter. Warum? Seid ihr immer noch nicht hier? Sei doch mal brüderlich. Ja! Er rutscht! Ja, ihr müsst in Bewegung bleiben, Junge. Ja, bin ich. Und ihr dürft da nicht stehen bleiben. Höchstens ein bisschen langsamer werden. Nee, rutsch ich trotzdem weiter runter. Hi. Weiter runter. Bei dem englischen. Hast du das Trying bekommen oder was? Bei dem englischen Frühstück kann ich mich jetzt als solches nicht so anschließen. Das liegt aber daran, die machen halt sehr, sehr viel mit Ei und ich esse halt kein Ei. Ich kann aber kein Ei essen, Alter. Lol. Ich hatte als Kind das Vergnügen. Digga, kein Ei essen, richtig jung. Ey, Nugi, du bist Arschficker, Alter! erzähl ich hatte. Alter, Nugi isst auf jeden Fall Ei, aber nicht richtig dickes, Alter. Ja, Nugi meint hier wieder rumzutreuen. Ich kann schon verstehen, dass Nugi sich ordentlich am Schleppboden fressen, Alter. Ja. Mieser Sackrapscher, Alter. Sackrapscher, das gefällt mir, ey. Ich liebe dieses Wort. Schöne, warme Eier. Pass auf, das Ding ist einfach, ich habe zwei Stück Frühstückseier. Ich habe mein Würstchen haben dazu, Alter. Ich habe Ist doch Dekos Eier, Alter, oder was? Alter, Digga. Digga, richtig tief in Nugis Hals, Alter. Oh. Okay, was mit Eiern? Nein, ich hatte ein... Nugi, halt die Fresse jetzt! Ich verstehe nicht mehr, was ist denn hier los? Mieser Schako, Alter. Ich hatte als Kind das Pech, auf ein Verdorbenes zu stoßen. Seitdem esse ich irgendwie kein Rührei, Spiegelei und so ein Zeugs. Wenn Ei also irgendwo... Einmal als Kind? Ja. Er hatte als Kind das Pech, dass ein Kumpel ihm seine Eier gegeben hat. Und dann ja, lass mich raten, ne? Nee, aber. Es war der Lehrer. Nee, aber seitdem. Seitdem mag ich es halt null. Wenn es irgendwo drin ist, sag ich mal, ne? Dann ist es kein Problem, aber so als Rührei oder Spiegelei oder so. Nee. Digga, Spiegelei ist geil, aber Rührei ist auch geil. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an diesen Priester, also dieses Meme mit dem Priester, wo er sagt, er hat das Kind in der Kirche.
Also man muss auch sagen, wenn ja, man so ein Kindheitstrauma hat, dass man da irgendwie als Kind zu viele Eier in sein Gesicht bekommen hat, dann... Ja. Oh, Nogi, steh doch nicht im Weg rum, du Schatto, Alter! Kindesmisshandlungs-Jokes hier rausholen, ey. Ich wollte sagen, hier war eine Tür gelandet, hier weihnachtliche Stimmung. Aber ich muss sagen, es hätte mehr gebracht. Noch schlimmere Sprüche kommen können. Ja, vor allem hätte der Spruch eher gezogen, wäre ich katholisch. Haha! So, erstmal die katholische Kirche nochmal reingezogen. Aber vielleicht warst du ja als Kind auch katholisch, so wie du früher auch Eier gegessen hast und bist dann ausgetreten. Ja, stimmt. Auf jeden Fall sind Eier geil. Eier mit Eier. Spiegelei auf Burger. Bäh. Nee, da bin ich raus. Hallo? Komm bitte ganz kurz einmal kurz jemand. Okay, Muchachos, der Chat, ihr seid zuständig, mir recht zu geben, Alter. Spiegelei auf Burger ist aber sowas von geil. Also ich kenne zum Beispiel einen Sucuk-Burger mit Ei. Sucuk? Ja. Ja, weiß ich nicht. Egal, was ist das denn für ein Sucuk? Der beste Burger, ne? Muchachos, falls ihr mal in Hannover seid und irgendwas zu essen braucht, dann gönnt euch Adam's Kitchen. Der Adam's Burger, da sind zwar auch Champignons drauf, aber Champignons lass ich unternehmen. Digga, Champignons. Champignons. Es geht, Alter. Es ist echt nicht so unfassbar. Ey, Junge. So dick, aber ich verzichte lieber drauf. Ja, du hast Digga, Nogi! Die Lenkung von der Karre verkackt. Ist doch auch dieser Arschgrabscher. Das hab ich schon gesagt. Ey, immer wenn ich weiterkomme, dann blockt mich da irgendjemand. Aber ohne Mist, wenn wir schon mal beim Thema Eier sind. Nein, es gibt keine weiteren Eier-Jokes. Das tausendjährige Ei. Ja. Kannst du mal irgendwie Witze mit Eiern raussuchen? Oh. Also das kann ich machen, wenn ich gleich beim Punkt bin. Ey, Digga, was ist das schon wieder für eine Rex-Witze? Deko, wärst du dabei, das tausendjährige Ei mal probieren? Auf gar keinen Fall. Also ich bin ja echt ein großer Eier-Fan. Aber das würde ich mir nicht reintun, ey. Also es gibt, glaube ich, noch mal, es gibt die asiatische Variante. Ja, dieses Auto ist einfach scheiße. Ja, nur dass die gar nicht so wirklich 1000 Jahre alt sind. Und es gibt einmal das Original, Muchachos, das tausendjährige Ei, wo so ein halb fertig gebrühtes Vogelinsekt drin ist. Oh, Junge, ist das eklig. Das trinkt und quasi, isst man dann. Quasi wie bei so einem Bernstein. So ein altes, mittelalterliches Insekt irgendwie so eingeschaltet. Oh, sorry. Ey, du hättest eh verkackt. Nein, hätte ich nicht, Nogi. Geh mir doch bitte einfach mal für 5 Minuten nicht auf den Senkel. Oh, ist das schön, ey. Das kann Nogi nicht. Aber beim Bestes. Wenn man das alles schön langsam nacheinander macht. Ja, easy. Ist eigentlich wirklich easy machbar. Ja, ist der Punkt schon da oben? 100 Witze über Eier. Oh ja. Wie kastriert man einen Kühlschrank? Kühlschrank auf, Eier raus, Kühlschrank zu. Der war richtig schlecht, hoffentlich wird er das besser. Das junge Paar frühstückt. Er, Liebling, die Eier. Sie, hart oder weich? Er, kraulen. Nehme ich. Der ist gut. Okay, dann haben wir. Nein. Warum legen Hühner Eier? Boah. Leute, warum legen Hühner Eier? Scheiße. Egal, weil sie richtig geile Ficker sind. Wenn sie die Eier schmeißen würden, würden sie doch kaputt gehen. Kannst du den Witz nochmal mit der Fee bringen? Nogi ist verliebt. Du willst wieder schmutzige Witze haben, ne? Nogi ist richtig verliebt. Nogi hatte bei Eierwitzen auf Schmutziges gehofft, ja. Ja, irgendwie so ein bisschen. Ich bin auf der Suche, Leute. Kennt ihr diesen Kapitän aus der Hamburger Lidl Doku? Nee. Penny ist so das. Mit den. Ja, ich hab die 3, die 6 und die 4 plus oder irgendwie sowas. Ja. Oh, ey Junge, ich hab verkackt. Ich bin Kapitän zur See. Nimm an seine Hoden. Schlepphoden. Oh, nee. Warum ist die erste Plattform hier eigentlich so scheiße gebaut? Wie sagen wir selber ausgedacht, du mieser Arschficker, Alter. Also ich hab Marvin hier... liest lieber irgendwelche unwitzigen Sachen aus dem Apothekenrundschau vor. Nee, ich hab jetzt hier einen Witz, der bewertet ist mit einer 4,33 bei 27 Stimmen von 5. Oh. Also, ein Mann klopft an die Tür des Bordells. Die Puffmutter öffnet die Tür und sieht, dass der Mann weder Arme noch Beine hat. Menschenskind, guck dich an. Eine Schnecke. Was willst du denn hier anfangen, ohne Arme und Beine? Darauf der Mann, Gegenfrage, was glaubst du eigentlich, womit ich angeklopft habe? Mhm. Wo war da jetzt Eier? Das sind keine Eierwitze mehr, das sind jetzt unanständige Witze, nur für Nogi. Okay, Nogi, bist du wenigstens befriedigt?
Ich bin einem leicht befriedigt, ja. Oh, ich hab hier den schlechtesten Witz. 1,49 von 5. Egal, der war gerade schon richtig schlecht, Alter. Aber Schätzchen, da ist doch... Ja, noch einer drunter, wundert sich Peter, als er seiner Süßen das erste Mal den BH öffnen darf und von dem engen Ding die Strieben auf ihrem Rücken sieht. Digga, was ist das für ein Scheiß, Alter? Sticht irgendwie nicht so. Danke, Digga, nur für diese schlechte... Für diese schlechte Idee, nochmal zu switchen hier. Boah, ey. Marvin, nein, so. Ey. Tja, das war so geil trocken, ey. Das war so geil trocken, ey. Oh, ey, Digga. Ich steh auf so kranken Scheiße, ey. Ja, Digga. Ja, und haben wir, Digga. Haben wir doch. Kann ich aussteigen? Digga, ich kann sogar Warum kannst du ich aussteigen? Ich kann nicht aussteigen? Wieso kann ich nicht aussteigen? Digga, war das jetzt so schwer? Du hast sofort die Ah, ne? Lol. Kann ich so genau da, ich bin gerade auch schon verkackt, Alter. Wenn du jetzt weiter Witze vorliest, du fall weiter. Es gibt Handywitze? Was sind denn Handywitze? Lol. Digga. Hä, es gibt leider wirklich keine guten mehr. Ich habe wirklich von dem Muchacho auch schon mal so ein Buch geschenkt bekommen mit Witzen. Ey, die sind genauso schlecht wie die Witze, die ich hier immer ich vorlese. Ich find's so krass, Alter, dass da irgendjemand mit Geld verdient hat. War hier nicht eben gerade noch Sonne? Wer hat eigentlich wer hat denn das Eigentum eigentlich an Witzen? Gibt's da irgendwie so ein Copyright? So, der Witz kommt aber von mir. Den darfst du nicht verwenden in deinem Witzebuch. Ja, dann ist das ja, dann bezahlt man doch einfach nur für eine Sammlung von... Oh. Okay, so ist ein Kochbuch. Ja, auch, ne? Ach was. Eine Sammlung von verschiedensten Schmutz. Ja, also... Du hast doch eh schon verkackt. Also ich meine, der Wille des Muchachos, der war ja ein guter. Aber... Ja. Please. Am Ende des Tages... Nein, ich bin zu weit, ey. Wir bringen auch einfach so ein Witzebuch raus, Alter. Nein, wir bringen kein Witzebuch raus. Doch, warum nicht, Digga? Wir googeln einfach die 100 schlechtesten Witze und schreiben das in ein Buch rein. Warum denn die schlechtesten? Wenn, dann musst du doch die besten Witze nehmen. Digga, bei den 100 besten findest du garantiert nur schlechte Witze. Ja, und dann... Bei den 100 schlechtesten ist vielleicht noch ein so schlechter dabei, dass er trocken irgendwie gut ist noch. Warte mal, Denk wenigstens mit, ey. Ich such gleich mal nach trockenen Witzen. Wenn ich gleich vorne da bin, dann suche ich nach trockenen Scheiße, Witzen. Scheiße, Mann. Ey, Digga, wirklich. Ein trockener Witz ist auf jeden Fall dein Arschloch. Ey, die Karre ist wirklich ranz. Zumindest kein kleiner Witz, so wie dein Lümmel. Siehst du solche Witze? Ja, guck, solche Witze musst du wirklich in einem Buch zusammenschreiben. Wie Ares sich wegäumeln wollte, der Sacke. Ach, Digga, endlich bin ich hier drüben, ey. Fick mich. Ach, du hast die ganze Zeit noch, verkackt? Ja, oh, geil. Alter, Profi. Was? Ich bin auch da. Bin da, wer noch? Hallo? Ey, Karel! Alter, was? Ein bisschen mit Speed hoch. Boxershots. Nogi! Was denn? Er hat's doch gut gemacht. Nein, sag mit Speed, Mann. Er überspringt dieses Ding da rechts. Nein, er hätte es zubauen können. Ja klar, Nogi darf hier, der darf cheaten, Boxershots. Das ist doch nicht gecheatet. Das ist gecheatet, Alter. Ja, aber Marvin hat es doch jetzt auch so gemacht. Ja, beide Boxershots. Also, fertig. Ist nicht gecheatet. Na klar, sobald ein Element übersprungen wird. Hätte er zubauen können. Ja, hätte er zubauen können, ne? Oh! Lass mich dazu noch. Ey, wie ich sowas einfach hasse, dass Nogi hier permanent irgendwelche Schoßhündchenrechte bekommt. Nein! Ey. Ah, oh, oh! Oh, yeah. Da fährt ein Fahrstuhl. Oh, oh pass auf. Oh, okay, Bro, fucking Bosser. Alter, ich werde auch bei der nächsten Gelegenheit einfach nur noch schummeln ohne Ende. Wenn ihr dann rumheult, werde ich euch genau diese Scheiße hier erinnern. Ey, Digga, warum dreht sich diese Karre so weg? Ey, weil die Karre warum bin ich auf dem ersten Platz? Ey, Digga, das ist so weil ich einfach Skill hab. Skill, genau. Du musst respawnen, Marvin. Hä, warum soll ich respawnen? Ha! War nur ein Scherz, ich hab dich überholt. Oh, nein! Oh, ja, guck, sag ich doch, du musst respawnen. Das sind Bibi und Tina. Marvin? Ey! Hab ich große oder kleine Eier? Das kann ich dir so nicht sagen. Ja, dann fällst du runter. Ich hab Deko, der gleich kommt. Oh der ja. Der gleich erscheint, sagen wir mal lieber so. Nein. Der gleich erscheint. Nogi? Ja? Wenn du ihn jetzt durchlässt, ne, den du mich so weggefickt hast. Ja, ich versuch doch schon alles. Ich drück schon Shift und W. Du musst ja auch mit gleicherlei Master antworten. Ja! Nein! Ja! Nein! Ja, Monster Truck! Nein. Monster Truck! Ja! Nein! Hier! Nein! Nico, komm! Schnell!
Verloren, er hat verloren! Braucht Zeit. Gib Gas! Nein, nein, nein! Ich kenne den Trick, Marvin. Ja, ich kenne den Trick. Ja, ich kenne den Trick. Komm schon! Ey, wer von euch ist vorne? Deko, okay. Ey, ich kann ihn nicht mehr lange aufhalten. Ihr müsst mir helfen. Leute! Ja, was soll ich von hinten machen, Junge? Weiß ich nicht, ihn... Hilfe! Hilfe! Nein! Hilfe! Schubs ihn doch. Ich kann nicht mehr. Digga, ein Hin und Her. Bewegt doch eure Ärsche, Alter. Ja, Deko, los! Fick ihn! Von hinten! Ja, ich schieb ihn doch drauf, wenn kann ich nicht, Mann! Digga, Alter, was soll ich machen? Ja, wegschubsen! Deko, wir können nur zusammenarbeiten. Wir können nur zusammenarbeiten. Ich kann ihn nicht wegschubsen, Alter. Wir können nur zusammenarbeiten. Ja. Ja. Ich hab den Punkt und jetzt kann ich Deko trollen. Hast du ihn wirklich? Der ist doch... Lol. Nee, hat er noch nicht. Kann ich ihn trollen. Ja, ich lass es. Guck mal, wie ich Dekos Angst einfach schon gesehen habe, ey. Dekos Angst einfach gesehen. Es gab keine Angst. Hättest du mich getrollt, hätte ich alle viert. Alter, wir dürfen. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen doch Ares da hinten nicht vergessen. Den müssen wir auch nochmal trollen. Arsch, ja, Alter. Ich kann das Ding eigentlich schießen. Noch an diesen Drecksding hier. Okay, dann lass uns jetzt hier nochmal auf Ares warten und dann machen wir Pier Skill Duell. Oh, lol. Wirklich, ey, wir haben alle schon gesehen. Guten Durst übrigens. Es tut mir leid, aber. Also, wir haben ja nach wie vor noch die Witzegruppe bei Discord, aber die will ich mir aufsparen für unser ins Gesicht Wasserspucken Battle. Die will ich nicht. Das dann eigentlich mal aufnehmen. Das müssen wir nochmal machen im tiefsten Winter. Oh ja, draußen bei Schnee. Deswegen, also ich nein. Oh. Nugi, verpiss dich da. Ich habe nichts gemacht. Bin nicht berührt. Digga. Wo ist er denn? Wie krass. Bis Ares da ist, mach ich hier ganz kurz, mach ich wirklich schnelle Dinger, ne? Wie krass wollt ihr mir schon wieder auf den Sack gehen? Deko. Ein anderes Wort für iPhone-Hülle. Apfeltasche. Was ist schwarz, weiß und sitzt auf der Schaukel? Ein Schwinguin. Was ist grün und guckt durch das Schlüsselloch? Ein Spionat. Was ist orange, läuft den Berg hoch? Eine Wanderine. Ja, seid ihr schon durch? Ja. Ah. Digga, gib mir doch mal Bescheid, Alter. Eine Wanderine. Wie geht soll das denn jetzt? Gehen? Warte mal, hier ist irgendwie der Speed. Ich glaube mit Speed dagegen ballern, oder? Ach, lol. Jetzt weiß ich wie. Ihr müsst am Container schleifen. Ja. Marvin, am Container schleifen, Marvin. Am Container schleifen. Die Eier, Alter. Einfach am Container schleifen. Lol, ich bin tot. War doch super easy, Alter. Oh, da hatte... Digga, da kommt der Ares dann aber, ne? Immer schön Dinge mit den Eiern da rumlachsen, Alter. Aber dann kommt er an, wenn er vorne ist. Nein, ey, nein. Oh, nein. Ja. Nein. Oh. Ich hab's Deko gesehen, ausgewichen wie ein wahrer Profi. Digga, ich hätte dich so gerne weggelachst, ey. Leider ist das Go-Kart so schlecht zu steuern. Oder du bist zu schlecht beim Fahren, das kann natürlich auch noch sein. Hier, das Skill-Duell, ne? Also ich fahr weiter, wir sehen uns in der Hölle. Skidda! Lol. Mhm. Das sah gut aus. Hauptsache alle warten auf ihn, also Skill-Duell. Hä, wir haben doch gesagt, beim nächsten Punkt machen wir Skill-Duell. Nee, okay. Ich hab nicht zugestimmt. Digga, verpiss dich, du mieser Arschfick, Alter! Gib mir dich auf den Sack, ey! Geil. Ey, Mann, der kommt ja gar nicht hoch auf diese Ding. Man muss da oben drauf grinden, ne? Habt ihr gehört? Nur geht's gar nicht hoch. Wie bei Tony Hawk. Der grindet doch nur ein bisschen. Digga, was macht... Deko da, ey. Hallo, Nuggis kommt gar nicht hoch. Ja. Kann mir jemand helfen? Ja. Ja, bloß verkackt. Ja, Marvin, ey. Und? Nein! Nein, ey! Ich war schon da, Digga. Ich war schon da, ey. Will nicht sagen Karma, aber... Warte. Karma. Ja? Er ist... Oh! Er war oben. Er war oben. Ach ja, Skill Duell. Worauf warte ich hier? That's what, wie ist der Typ? Ja? Nicht Bill Kaulitz, sondern der andere, Tom Kaulitz. Tom Riddle? Tom Riddle. Voldemort. Wie heißt der Brüder? Riddle Little. Wie heißt der denn? Das waren doch Brüder, also Tom Kaulitz. Heißt der Tom Kaulitz? Bill und Tom Kaulitz, ja. War das nicht drei bei... Nein, zwei. Es waren sogar vier. Wir haben noch ein Gustav. Schlagzeuger die geile Olle und Gustav und Georg. Was für eine geile Olle. Die, oder was? War die schwarzhaarige oder wie? Die schwarzhaarige Sängerin oder was? Ich glaube, Dirk hat wirklich eine Phase gehabt, wo er auf Bill gestanden hat. Junge, ey. Digga, bis zum ersten Interview, wo ich gemerkt habe, dass es ein Typ ist.
Mit, ich weiß gar nicht, wann das war. Mit 13, 14 fand ich den geil. Scheiße. Ist das geil, ey. Oh, schön. Das sind so richtig geile Trivias, muss ich sagen. Ey, Digga. Aber hier hat er auch hier, der hat auch hier in Thailand oder sowas sich von einem Straßenhändler Viagra gekauft. Der Tom ist da blind geworden. Ja, irgendwas da passiert, ja. Ist doch nicht blind, Alter. In Thailand, Digga, was auch immer der Thailand damit gemacht hat mit dem Viagra, was er davor hat. Hallo, ey. Ein Schelm, wer Böses denkt. Digga, jetzt lass mich doch mal einmal hier fahren, Alter! Auf gar keinen Fall. Marvin! Ey, und er fährt, ey. Hey. Jedenfalls hat er sich in Thailand beim Straßenhändler ein paar Viagras gekauft, hat irgendwie 10 Stück reingeschmissen und ist blind geworden. Ja, das stimmt sogar wirklich. Und dann mussten sie ihren Urlaub abbrechen oder irgendwie sowas. Sie mussten ihren, wie er so tut, als wäre das so ein normaler Strandurlaub. Ey, was ist das wieder für... Das war einfach nur ein... Ich verkacke hier. Ey, das war ein richtiger Bunga-Bunga-Urlaub war das, glaube ich, einfach nur. Das war so die Planung. Aber es wird ja auch erzählt, dass dieser Tom war sein Name, ne? Ja. Dass er ja schon, ich glaube, mindestens... Dreimal blind war? Junge, Alter. Ein Scheu hat nicht gereicht. Wie seid ihr da jetzt hochgekommen? Ey, sehr, sehr viele Geschlechtspartner hatte. Sehr, sehr viele. Ehrlich? Jetzt, okay, hab ich nicht jetzt gehört. Jetzt ist er mit Heidi Klum zusammen. Weißt du da was aus erster Hand, oder? Nee, aus der Brigitte oder so. Das hat er mal in einem Interview erzählt. Liest die Brigitte? Wie bist du jetzt zusammen mit Brigitte? Ob er die Brigitte liest, Junge. Mit Heidi, ich habe gerade nach Witzen geschaut und da habe ich zum Beispiel die Brigitte auch gehabt, ja? Hä, war nicht Bill mit Heidi Klum zusammen? Ja. Ja, ist er doch. Er ist doch Tom. Nein, Tom war das. Tom? Ja. Ich glaube, Bill war mit Heidi Klum keine zusammen. Keine Ahnung. Nein. Ah, nee, Tom Kaulitz. Tom, ja. Stimmt. Der Rastafari-Typ war mit der Heidi. Oder ist doch immer noch. Auch mal geschafft? Es tut mir auch ein bisschen leid. Halloween muss ja dann so richtig weirde Lol, die Tastatur ist kaputt gegangen. Von wem? Von Aris? Aris. Nee. Habt ihr das nicht gehört? Nein! Meine Fresse, ist das hier eine Scheiße. Einmal spenden Sie bei Aris für eine neue Tastatur. Dieses Scheißteil hier, das geht mir echt auf den Sack, muss ich auch sagen, Aris. Ey, oh, Digga, Mann, ey. Ey, hör doch nicht auf zu blinken, Alter. Was machst du denn überhaupt rückwärts? Ja, ich versuch's rückwärts, aber ich hab doch nicht. Ist das so Müll, ja. Alter. Okay, sorry, another normal so. Monday, muss ich sagen. Alles wie immer. Guck mal unten links. Ey, ihr seid solche Arschficker. Ach, man hat zwei Stück davon. Welches Gemüse drei ist besonders... Davon. So Hallo. Drei. Welches Gemüse ist besonders lustig? Kichererbsen. Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt? Ein schattiges Plätzchen. Wir haben uns für den Winter zwei Schneeschaufeln gekauft. Ihr Paarschippen jetzt. Mein Zahnarzt sagt, ich brauche eine Krone. Endlich sieht es jemand wie ich. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Spät rechts einschlafen. Und Aris hat verkackt. Was ist grün, hat gute Laune und hüpft umher? Eine Freuschrecke. Nein. Freuschrecke, Junge. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock. Was ist weiß und rollt den Berg rauf? Eine Lawine mit Heimweh. Der ist irgendwie so dumm, mit Heimweh, Junge. Das war der einzige, weil ich grinsen musste, Alter. Du hast einfach nur gelacht, weil Nugi gelacht hat. Nein, weil den Berg hochrollt, Junge. Wie? Nugis Humor ist mittlerweile schon so kaputt, der lacht über wirklich jeden Scheiß. Mit. Nee, nicht über jedes. Also den Feenwitz, den fand ich ultra. Ja, auch echt. Ja. Das war eine 12 aus 10. Schon seit 30 Jahren, Alter. Scheiße, ey. Oh, ich krieg kein Wheelie, man. Egal, ich werde hier auf jeden Fall einfach ins Ziel fahren, ne? Aris hat sowieso keinen Bock mehr. Nuki kann man bestrafen, der hat's verdient. Hä, warum? Okay, ja. Dann esse ich mit euch das Ei. Das Tausendjährige? Ja. Aber nur okay, die Kruste. Aber du kriegst das Original. Nee. Ich nehme einfach ein hartgekochtes Ei. Digga. Nein. Komm, wie er sich rausgeben will. Ja. Nee. Digga, da würde ich sogar einen 100er auf Firmenkosten spendieren, ne? Oh! Wenn was ist? Ja, das tausendjährige Ei zu bestellen, Nogi. Lass mich verarschen, Alter. Ja, danach hast du doch den. Ich fress den Holzchen-Chip zusammen mit Petcat, wir kriegen dafür den Scheißdreck und Nogi wird jetzt dafür bezahlt. Hey, hallo, das Ei kostet so viel, als ob ich Nogi Geld geben würde. Es wird gekauft. Du musst das Ei ja richtig aus China importieren, damit das so ein richtiges ist, ey. Ja, wirklich, das muss das halb ausgebrütete Ei sein. Wir können es auch hier in Deutschland machen, ne? Wir können auch ein Huhn kaufen und kurz bevor es rauskommt, aufpressen. Ich glaube nicht, dass du so ein Ei bei deutschen Lebensmittelgesetzen hier in Deutschland kaufen kannst, nee, sondern selber so ein machen. Halbes Küken mit drin ist. Selber machen? Okay, ist schon hart.
bescheuert eigentlich, aber ja. Das war zu viel Willi. Gehe ich davon aus, dann muss es aus China importieren, deswegen der Huni. Wie Ares sich versucht da zu retten, finde ich lustig. Ja, aber es hat funktioniert. Sollte klappen, könnte klappen. Und, hey, die Steuerung von diesem... Das ist der perfekte Abschluss für die Folge, oder? Ey. Das war so lustig. Das ist super, was Alter. Machst du denn, ey? Ja. Was ist passiert? Oh, ist das geil, ey. Ja. Oh, ist das lustig, ey. Komm, Nico, fahr jetzt einmal ins Ziel rein. Arschlecken, Alter. Guck mal, selbst du gehst jetzt schon nach vorne wieder. Ey, Junge, guck mal. Ja, Karma, Ares. Ja, oh, Kamma, Chameleon. Digga, wie lahm Nogi da langfällt, finde ich geil. Wer, ich? Nee. Ja. So. Ich schau die ganze Zeit nur Ares zu, es ist so lustig, ey. Geht so. Oh, shit. Nein. Ja, Nogi hat am letzten Ding verkackt. Oh. Digga, das war doch kein bisschen schwer, ey. Nee, eigentlich nicht. Du bist nur Num 5 und Num 8 ein bisschen. Ja, ein bisschen schwer war das schon. Das Go-Kart steuert sich schon ein bisschen kacke. Ein bisschen. Geht doch. So, jetzt fahr ich schnell rein. Hallo, bitte Map noch beenden. Ich möchte die Map beenden. Du hast 30 Sekunden, das würde reichen. Ey, ihr seid solcher Schwanz. Warum denn ihr? Lol. Ja, okay. Hast du immer verkackt, oder was? Nein, Alter. Lol. Hast du bist so lustig, ey. 10, 9, ich hoffe, du schaffst es nicht mehr, ey. Warum? 7, 6. Dugi, beeil dich! 3, ich will's mir angucken. 2, 1 und. Ist er drin? Oh! Hat das? Ja! Aber ganz nein, knapp! Er hat es. Ja, hat ehrlich? Absolut verdient. Absolut verdient. Schade. Oh. Was eine Rotzmap. Zockt ihr auf gar keinen Fall. Ist trotzdem verlinkt. Hallo. Ultra geiles Ding. Die Witze waren todesschlecht. Ja. Aber wie Ares gefahren ist, das war echt. Hopwitz, ey, das war richtig geil. Das hat mir richtig gefallen. Ich hab ins Ziel geschafft, fertig. Also, Muchachos, Daumen nach oben ballern. Ja, schaut mir den anderen beiden Chaoten vorbei. Checkt die Beschreibung ab. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, reingehauen. Ciao, Muchachos. Bye, bye.